Also ich habe mich damals für das Fach der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde entschieden, weil es operative und konservative Behandlung hervorragend vereint. Und was mich natürlich sehr glücklich macht, ist, dass wir ganz kleine Patienten und auch hochbetagte Patienten behandeln können. Und die meisten Erkrankungen, die in unser Fachgebiet fallen, derart sind, dass man sie auch gut heilen kann. Das heißt, der kranke Patient ist meist nach einer Woche wieder auf den Beinen und verlässt fröhlich das Krankenhaus.